Ein gefährlicher Freistoßschütze war er immer. Ja, Rainer Jaros. Und im Spielaufbau leistet er nach wie vor Überraschendes. Schwenk um einen Gegner herum, Flankenball. Das erste Spiel gegen Brandenburg hat gezeigt, wie eigentlich diese Mannschaft Sie noch braucht. Haben Sie das auch so empfunden? Naja, ist natürlich so, wenn man spielt, dann möchte man doch einigermaßen fit sein und sein Bestes geben. Das kann natürlich, klingt nicht immer, aber ich habe es zumindest versucht und ich glaube, ich habe nicht schlecht gespielt. Ja. Welche sind nun die Gründe gewesen, warum Sie wieder zurückgekommen sind in diese Mannschaft? Sie hatten ja eigentlich schon am Ende des Frühjahrs gesagt, nun Rostock und Fußball AD nach vielen, vielen Jahren. Naja, bekanntlich ist unser Kaderkreis recht klein und hinzu kamen die Verletzungen von Arthur Ulrich und Volker Röhrig. Dann lief es in den Vorbereitungsspielen nicht optimal, sodass mich der Trainer bat, noch ein Jahr dran zu hängen. Naja, und wenn man so lange wie ich mit dem Club verbunden ist, seit 1965 bin ich dabei, dann ist es ganz normal, dass man Ja sagt. Ja, und Europapokal hat sicherlich auch eine große Rolle gespielt. Sicherlich, natürlich, das ist klar. Für mich ergibt sich da auch natürlich nochmal eine Chance, im Europapokal mitzuspielen. Und das ist natürlich auch noch Motivation. Ich wünsche Ihnen viele solcher Spiele wie heute, denn da hatte man den Eindruck, es hat nie eine Pause oder einen Gedanken des Weggehens von hier gegeben. Dankeschön.